Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Walkthrough Besiegungs TV. Ich bin der David zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und wir synchronisieren gerade diesen Aussichtsturm. Und ja, Todessprung wie gewohnt. Heißt ein Bauer widersetze sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann wahr. Wie der Hase unter den Borgia läuft. Das ist ja einfallsreich abgewandelt hier. Ich meine, das Sprichwort, ne? Ist das schon. So. Hier runter. Wow. Oh ja! Ich drücke Hand. Dann will ich, dass er Handtaste, dann will ich, dass er sich da fallen lässt. Und was macht er? Er springt auf die Wache drauf. Ja, das hast du mal super gemacht, Ezio. Ich will Alter ihr zurück. Ganz ehrlich. Sorry jetzt, aber das ist echt, naja, ne? Müssen wir jetzt nochmal machen, wegen dir. Gott. Warum müssen sie ganz am Anfang gleich wieder so eine ätzende Mission machen, wo man jemand folgen muss? Das ist doch super öde. Ja, das war jetzt diesmal beabsichtigt. Und jetzt wäre es beabsichtigt, wenn du dich einfach fallen gelassen hättest. Jetzt wäre fast entdeckt, wegen dir, Ezio. Ach, ihr seid zivilisiert, ja. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Hä, ich turn doch nur ein bisschen. Bleib doch mal locker. So, ist die Mauer hoch genug? Ja, ist sie. Es ist gut. Die sind alle so ein bisschen blöd, diese Soldaten. Das ist schön. Schaut euch mal die Leute an. Wirklich, beobachtet die mal. Die gucken alle nur auf den Boden. Gesenkten Hauptes, wenn die vorbeigehen an den Soldaten. Die meisten jedenfalls. Das ist jetzt, warte mal, ich mach das jetzt mal ein bisschen interessanter, denke ich mal. Genau. Nein, ich bin nicht betrunken, ich habe nur Lust, auf dem Dach den zu folgen, weil da gibt's dann auch immer ein paar so Soldaten und das ist dann immer ein bisschen lustiger. Zack. Dach. War ein schöner Tag heute, ne? Na, jetzt ist er zu Ende für dich. Das war jetzt ein Supersprung, Ezio. Ich wollte eigentlich, dass du dich weiter oben festhalten tust, aber gut. Ich glaube, bei dieser Mission müssen wir den Wachen gar nicht so lange folgen. Ja, das war nur ganz kurz eigentlich. Nur verlieren sollte ich sie dann doch nicht. Ja, ich habe sie wieder im Visier. Das ist schön. Vielleicht kann ich den ja hier reinziehen. Nee, er ist zu weit weg. Auf die klassische Assassinenart. So. Und den... Den messern wir. Aha, wir dürfen anscheinend entdeckt werden, das ist kein Problem. Oh, eliminiere die Wachen, okay. Jo, der Sprung war krass, Ezio. Gut gemacht, dass du dich da festgehalten hast. Habe ich auch so gedrückt, aber bist ja dafür bekannt, dass du das nicht gerne machst. So, los geht's. So. Darf man hier nicht kontern, oder was? Doch, da darf man doch sicher kontern. Darf ich hier jetzt wirklich... Habt ihr das gerade gesehen? Er hat einfach nicht gekontert. Jetzt schon wieder. Ja, das ist nett.
Leute! Ja, super. Okay, dann mache ich es einfach so. Und... naja, die letzte Wache. Zack. Und, den... Der wird mit dem Schwert getötet. 4 ganze Lebensquadrate verloren. Was? 100% Synchro. Ah, wir sollten eh ein Quadrat behalten, nur. Ein Quadrat sollten wir behalten dafür, dann... Wir haben 2 behalten, das war dann gar nicht so schlecht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der Mission für diesen Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schönheit. War sie? Ist dieses Schwein? Sie schändete! Ach, hätte er sie doch umgebracht! Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht! Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte! Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig. Ich verlor meine Familie am Galgen. Durch Verrat. Die Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Ich denke mal, die Carnefice ist der Henker von Encarnarch, ein Blutbad. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice. Il Carnefice. Diesen Bastard töten wir. Ja, schreibt übrigens auch hier bei diesem Part in die Kanalkommentare, ob ihr wollt, dass ich Assassin's Creed 2 jetzt überhaupt noch weiter mache. Also, das wäre für mich natürlich ziemlich schwer, weil das Kampfsystem da jetzt schon wieder anders ist. Aber ob ihr das wollt oder nicht, oder ob ich das jetzt pausieren soll oder einfach abbrechen soll, weil das sind ja nur 3 Parts, schreibt mal rein. Schreibt das mal, bitte. Oh. Da hat's gerade gelaggt. Ja, wir sollen Il Carnefice töten. Das können wir mit so einem Dings machen. Nämlich für die volle Synchronisation, habe ich vorhin nachgeschaut, brauchen wir die versteckte Klinge. Also eignet sich das hier gerade perfekt. Requiescat in pace. Das ist noch genau wie in Assassin's Creed 2. Musst du mich nehmen? Ach Mann. So. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und. Oh, der musste mir jetzt hier in den Rücken fallen. So, das war's für dich auch. 100% Synchronität. Synchronisation oder Synchronität ist mir wurscht. Hauptsache 100%. Und springen wir in den Tod. Nein. Das war aber eigentlich ganz schön knapp hier. So. Da ist ein Schatz. Den hole ich mir. Aber wir haben noch nicht so viel Geld. Wir haben gerade mal 250 Florin. Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Ne? Ich wollte eigentlich die Karte aufrufen. So, das ist die Karte Rom. Die ist ja schon sehr groß, ne? Da müssen wir noch viel freischalten, bis wir da... Da müssen wir nämlich, das weiß ich noch, die ganzen Borgia-Türme. Erst die Borgia-Türme müssen wir erobern. Das sind so Türme, wo diese Borgia sind. Ich weiß nicht, ob du... Was? Oh nein, schon. Aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Das ist anscheinend irgendein Glyph oder sowas. Weiß nicht. Naja, ich finde jetzt keinen. Jedenfalls, ja, die Borgia-Türme sind so Türme, wo die Borgia
herumstehen. Und da gibt es dann immer einen Hauptmann und der ist ganz schwer meistens. Und naja, das muss man halt immer. Ich mache mal ein bisschen trainieren noch im Kampf und das muss man halt. Ja, das liebe ich. Das habe ich in Assassin's Creed 2 mal gemacht. Das zählt nämlich als Luftattentat. Coole Sache. So. Ja, danke, dass du angegriffen hast. Und zack. Oh, der sah mal so nice aus. Oh, die Gewaltverherrlichung hier. Das Spiel will ich schon ab 16 einstufen. Ja, ja. Anders als Vice City. Ich wollte irgendetwas sagen. Ja, über die Borgias. Ne, die muss man halt immer vorher praktisch eliminieren. Und erst dann darf man den Aussichtsturm synchronisieren. Das heißt, bis man die Map wirklich voll hat, das heißt überall hinlaufen kann, wird das lange dauern. Aber es wird Spaß machen. Und da ist Machiavelli. Ezio, welche Überraschung euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tue ich das je? Ja, das tut Ezio leider sehr oft, wenn man was Falsches drückt. Jedenfalls, wisst ihr schon, wer der Mann ist? Vom letzten Part noch? Der Mann, der uns hergebracht hat? Ich sag nur, schaut euch nochmal den ersten Part an, schaut euch das Intro an. Dann werdet ihr es vielleicht, das wollte ich nicht. Mann, oh, wehe, die greifen mich jetzt an. Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Komm schon, lasst mich in Ruhe, Soldaten. Ich habe meine Klinge. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Ja, Taschengeld. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Metall wird in diesem außergewöhnlichen Geschäft zur Kunst. Der Schmied. Rüstung. Was ist das? Investitionen. Aha, da kann ich also schauen, was ich alles schon gekauft habe und so. Ja, das ist ganz cool. Das 1 Million. Ich brauche 1 Million Florin für irgendeinen Erfolg. Oh mein Gott. Egal, kaufen wir jetzt erstmal das Stilett hier. Ja, sehr schön Stilett, ne? Und Rüstung. So, Rüstungs. Links und rechts, so. Klick, klack. Klick, klack. Bling, bling. Er hat Style und das Geld. Nun könnt ihr die Reise zurück. Was ich hab. Ich hab Style und das Geld. Nein, geht. Aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregioni. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mördern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Der war ja total besoffen hier. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare, Führer des päpstlichen Heers.
Was er mit seiner Macht im Schilde führt? Was den Mann antreibt? Das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier. Und bei seinem Tempo wird er es kriegen. Haha. Wir können ihn leider nicht töten. Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. Ja, das war das Gespräch, das sensationelle Gespräch mit Machiavelli, der uns im DLC von Assassin's Creed 2 viel weitergeholfen hat. Falls ihr das mit gemacht habt, mit dem neuen Stadtteil, den es damals gab in Florenz. Mehr will ich auch nicht verraten, für alle die, die es jetzt noch zocken oder noch zocken wollen, das DLC. Und bitte auch nichts spoilern bei den Kommentaren. Sind wir jetzt mal da? Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh. Der Wille der Borgia ist Gesetz. Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. Oho. Ja, ich habe ja vorhin schon von dem Borgia... Entschuldige. Weiß nicht, was mit mir los ist. Von dem Borgia-Turm schon gesprochen. Wir sollten aber nicht entdeckt werden, bevor der Hauptmann kommt, weil der Hauptmann meistens abhaut. Nee, ich gehe lieber oben rum. Hey, ich bin doch schon außerhalb des Gebietes. Was? Ich bin doch gar nicht mehr im Sperrgebiet. Oh, nee. Ja, zu Pferde. Unfair. Hey, was soll ich machen? Mann. So. Jetzt setzt aber was hier. Ja. Was habe ich da gerade gemacht? Nichts, aber es sah geil aus. Ach Mist. So kann man ihn nicht kontern. Ja, ich habe eine Idee, wie ich das mache. GTA 4 Style. Das war jetzt eigentlich nicht so der Sinn. Ja, jetzt greif du mich doch jetzt nicht hier. Bitte greift an. Danke. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4 hat hier rebelliert. Und Nummer 4 ist hinüber. Und Nummer 5 rebelliert auch. Und das hat Nummer 5 bitter bereut. Und Nummer 6 darf wegrennen. So. Im nächsten Bad mache ich dann den Borgia-Turm. Wir sehen uns. Ciao, Leute.